Hallo, hier wieder euer Chris am Start mit einem neuen YouTube-Video für euch. Jo, jetzt immer wieder zu einem neuen YouTube-Video, zu einer neuen Folge Cold Autos. Ich denke mal, ein Auto, wo ein paar Insider wahrscheinlich schon vielleicht von euch drauf gewartet haben. Es ist ein Auto, was ich schon eigentlich länger zeigen wollte. Also dieses Auto gehört mir, mal davon abgesehen. Bloß ich bin halt noch nicht dazu gekommen, jetzt so groß da was zu filmen zu. Heute mache ich es, obwohl ich sagen muss, heute ist es echt ultra warm. Also wir haben hier locker 38 Grad hier. Das ist schon ganz schön knackig. Aber dennoch, deshalb werde ich auch das Video, denke ich mal, nicht allzu lang machen. Aber ich denke mal, ich zeige euch erstmal das Auto. Und da haben wir ihn doch, einen Mercedes W124 E230, also der große Vierzylinder, Baujahr 1990. Und ja, ich denke mal, ihr könnt schon sehen, er ist noch sehr, sehr gut in Schuss. Also im Gegensatz zu vielen anderen, die ich schon gesehen habe, die wirklich vom Rost schon zerfressen waren, steht der hier noch wirklich gut im Futter. Ja, kurz zu dem Mercedes selbst, also zu dieser W124-Geschichte. Und zwar wurde der W124 von 1984 bis 1997 gebaut in Deutschland und in Indien sogar bis 1998. Und insgesamt wurden über 2,5 Millionen Exemplare produziert. Und damit gehört er wohl mit zu einem der bekanntesten und zu der Zeit auch beliebtesten Limousinen der oberen Mittelklasse. Die Limousinen selbst wurden in Sindelfingen produziert. Und die Kombis davon wurden auch wie bei den Vorgängermodellen in Bremen produziert. Und der W124 ist der direkte Nachfolger des legendären W123. Hatte aber zu der Zeit schon, also im Gegensatz zum W123, der wohl mit, so, sag mal, zu den 80er Jahren, als, also 70er und 80er Jahren, als die Limousine überhaupt galt, sollte das natürlich der direkte Nachfolger sein. Wurde aber hier schon vom BMW M5 damals attackiert. Und die beiden gaben sich damals einen regelrechten Konkurrenzkampf. Das größte Modell, was man hierzu damals haben konnte, war der E500 mit einem V8-Motor, von denen es, ich glaube, ungefähr 60.000 Exemplare produziert wurden. Und die E500er wurden damals in Zuffenhausen bei Porsche entmontiert. Die direkte Erstentwicklung begann schon im Jahre 1976, das war die Zeit, wo der W123 schon ganz groß raus war. Da hat man schon sich gleich bei Mercedes-Benz gesagt, okay, wir lassen uns gar nicht uns darauf ausruhen, sondern wir produzieren gleich oder beziehungsweise entwickeln gleich ein direktes Nachfolgemodell, was dann später mal den 123er ablösen soll. Die direkte Erstentwicklung lief damals noch unter Hans Scherenberg, der denn die ersten Grobzeichnungen, Entwicklungen machte, Motorenentwicklung und so weiter, aber damals noch wirklich alles auf dem Papier sozusagen. Es war noch nichts, kein Modell direkt angefertigt. Denn genau erst ein Jahr später, um genau zu sein, im Juli 1977, wurde die richtige Entwicklung erst richtig offiziell unter dem neuen Entwicklungsleiter Werner Breitschwert, der dann das alles richtig offiziell machte. Die ersten Prototypen kamen im Jahre 1981, 82 raus. Um genau zu sein, die kleinste Motorenvariante mit dem E200, also 2 Liter Vierzylindermotor, war aber noch nicht so ganz von dem Erfolg gekrönt, den man sich erhofft hatte. Es gab noch einige Probleme, aber diese hatte man dann im Jahr später, 1983, ausgebügelt und im Jahr 1984 durften dann offiziell die 124er gebaut werden.
Hierbei handelt es sich jetzt, wie bereits schon mal gerade erwähnt, um den E230. Das bedeutet, es ist ein 2,3 Liter Vierzylinder-Motor. Quasi der größte, den Mercedes zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatte. Der auch so unter den meisten 424er Fahrern so irgendwie so mit einer der beliebtesten war, beziehungsweise der preis-leistungstechnisch der Mercedes war, den sich so die meisten leisten konnten. Und ich persönlich, ich muss dazu sagen, ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, dass ich einen besitze, vor allem der noch wirklich so gut im Saft ist. Gut, so ein paar kleine Macken hat er natürlich auch, das ist ganz klar, so ein paar Roststellen wie an der Antenne hat er Rost. Dann hat er, wo hat er noch Rost? Am Kotflügel vorne links und Übergang zum Motorhaube Licht. Fahrtrichtung rechts, gut, das sind so natürlich ganz normale Mercedes-WWchen. Aber gut, ganz ehrlich, der Wagen ist von 1990. Der hat über 300.000 auf dem Tacho, die ihm wirklich gar nichts ausmachen. Also die macht er locker noch einmal. Deswegen auch so wie der 123er, so eine ganz beliebte Serie. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal den Innenraum an, weil da muss ich sagen, da hat er mich nämlich gekriegt, der Mercedes. Da hat er mich richtig gekriegt und ich zeige euch jetzt gleich mal warum. So, und jetzt seht euch mal den Innenraum an. Ist das nicht geil? Ist das nicht ein Träumchen? Wirklich schön schlicht gehalten, schön mit Holz. Ich mag ja so dieses ganze Holz, diese Holzverzierung. Was mir auch wichtig war, ein handgeschalteter Wagen, ein Viergang, lang übersetztes Getriebe. Und da muss ich sagen, also wenn man den mit, so kann man richtig schön auf die Autobahn fahren und richtig schön gemütlich. Also es ist ein richtig schöner Cruiser, beziehungsweise ein richtig schönes Langstreckenfahrzeug. Und ja, ihr könnt ja selbst sehen, auch hier im Himmelbereich, der Wagen hat nichts. Der Wagen ist wirklich ultra gut gepflegt. Und das ist mir auch halt ganz, ganz wichtig gewesen beim Kauf. Und ich hatte auch das Glück, dass ich den relativ für gut erschwingliches Geld bekam, weil normalerweise sind die ja mittlerweile schon recht hoch gehandelt. Aber mir war halt auch eben wichtig, dass kein allzu großer elektronischer Schnickschnack drin ist. Deswegen finde ich das auch noch geil, dass er die, ich zeige euch das mal so, dass er auch noch hier eine ganz normale Handkurbel für die Scheibe hat, weil umso weniger Elektronik, umso weniger kann kaputt gehen. So. Und jetzt natürlich, was ich auch richtig toll finde bei Mercedes, ich glaube, das kennt so jeder Mercedes-Fan, so dieses typische Tür zu klicken, so herrlich, oder? Klingt einfach wundervoll. Ja, wie gesagt, allzu viel gibt es jetzt eigentlich gar nicht groß zu sagen. Für eine Ausfahrt geht es leider noch nicht, weil er noch keinen TÜV hat, aber das werde ich auch bald beheben und da werde ich euch für die Ausfahrt auf jeden Fall mitnehmen. Entschuldigung für meine ganzen Versprecher heute, für meinen ganzen totalen, brutalen Wortmatsch. Aber es ist wirklich sauwarm und ich denke mal, ich werde baden fahren. Also würde ich sagen, wie gesagt, sorry für das kurze Video, aber ich wollte halt euch einfach mal zeigen, weil es hat schon sehr lange darauf gewartet. Viele Insider, die schon davon wussten, wollten unbedingt mal ein Video davon sehen und hier ist es. Und ich würde mal sagen, ich fahre jetzt baden und verabschiede mich bis dann. Tschüss.